Servus und herzlich willkommen bei Tumpfis Kanal. In dem Video ja, machen wir uns auf die Suche nach der Sissi. Ist ja nicht mehr die jüngste. Ich will jetzt einmal schauen, hat es den Winter überstanden? Wie schaut es mit dem Volk aus? Wie schaut es mit Honigraumgabe aus? Also, dranbleiben, alles in dem Video. Also, gesucht wird diese Dame mit der Nummer 837. Da, Sissi. Weißgezeichnete Königin von 2021. Und die soll sich hier drinnen in der blauen Kiste ja, aufhalten. Da oben ist nur der leere Honigraum, wo ein Futterteig drin liegt. Also machen wir uns auf der Suche nach der schönen Königin. Gut, dann fangen wir mal an. Muss ich schon ehrlich sagen, die Sissi ist ja für mich eine ganz besondere Königin. Die ist ja vom Gottfried, vom Der Bienenbastler. Und ja, wie gesagt, eine ganz besondere Königin für mich. Und ich hoffe, dass sie noch da ist. Ich hoffe, dass alles passt. Da sieht man, der Futterteig, der ist gut angenommen worden, weil bevor ich den Futterteig aufgelegt habe, habe ich bemerkt, dass die Bienen schon relativ weit hinten sind. Also, ja, haben es entweder viel gebrütet noch, viel Futter verbraucht gehabt, auf jeden Fall sind sie hübsch weit hinten gewesen. Also habe ich zur Sicherheit natürlich Futterteig aufgelegt, das ist das zweite Päckchen. Also ich würde sagen, die haben ungefähr 1,5 Kilo Futterteig schon verblasen, sage ich mal, verfuttert. Also schauen wir da mal rein. Im Bienenhaus ist das immer ein bisschen ja, enger als draußen im Outdoor-Bereich. Ich hoffe, vom Licht her sehe ich es ja nur. Ich lege mal auf die Seite. Jetzt in Ruhe weiter schnabulieren. Ja. Zumindest sehe ich da schon viele kleine junge Bienen herumkrabbeln. Ist ja eigentlich ein gutes Zeichen. Man sieht auch noch der Überbau, alles noch da vom Überwintern. So, dann schauen wir mal rein da. Das sind österreichische Breitwabenbeuten mit 12 Riemchen. Ich bin da echt schon am Überlegen, ob ich das Ganze nicht wie Tatant behandeln sollte und das Ganze schieden soll. Aber ja, schauen wir mal, was die Zukunft so bringt. Schauen wir mal, wie sie so drauf sind. Ich hoffe, ihr seht es mit der Kameraeinstellung genug. So, die Randwabe, die ist immer tricky. Da sehen wir Futterkranz oder Futter. Teilweise schon aufgeknabbert, also sie tragen es auf alle Fälle hin und her. Vom Ton her sind sie doch ein bisschen lauter, warum auch immer. Jetzt haben wir da auch wieder Futter. Futter, Futter. Ich
Aber mir fällt eben auf, dass die sehr, ja, sehr laut ist, relativ, aber sie sind laut. Sie machen mehr Wirbel als die anderen. Da haben wir auch eine leere Wabe. Oben ein bisschen Futter. Aber keine Stifte, nix. Ei. Ich sag's euch, wenn da jetzt was schief gegangen ist, oder, dann verzeihen wir das nicht. Ich meine, ja, jeder muss einmal gehen, sagt man. Sissi ist halt auch nicht mehr die Jüngste. Genau, da haben wir auch Futter. Das habe ich letztens ein bisschen angeritzt gehabt, dass das ausschlecken. Weil eben wirklich seitlich haben sie viel Futter eingedrungen gehabt. Aber die Kiste ist schon, zumindest im oberen Bereich sind sie viel unterwegs. Vielleicht ein gutes Zeichen, vielleicht auch nicht. Aha. So, da haben wir jetzt Pollen. Ein Pollenbrett. Ich schau mal, ob ich sonst was sehe. Nicht wirklich. Auch Pollen. So, Vorsicht, aus dem Weg da. Hopp, hopp, hopp. So, da. Genau. Brut. Also es ist eine Königin da, würde ich sagen. Die Königin sollte da sein. Das ist Arbeiterinnenbrut. Verdeckelt, schön flach verdeckelt. Jetzt schon Sissi, wo bist du? Wo ist meine geliebte Sissi? Ich finde es trotzdem interessant, dass die ja, ein bisschen lauter an der Tour sind. Haben wir auch Brut. Keine Spur von der Königin. Sie ist auf alle Fälle markiert. Falls ihr es irgendwo seht, schreibt es uns gerne unten in die Kommentare. Ja, vielleicht übersehe ich sie ja irgendwo. Aber normalerweise weiß gezeichnet. Aber ich sehe auch kleine Larven. Also eine Königin ist auf alle Fälle da. Wenn jetzt keine Königin wäre und es war einfach nur Brut, dann wäre es ja schon drohnenbrütig. Und das ist definitiv keine Drohnenbrut da. Ja, die schlabbern da. An was auch immer. So, nächste. Oh. Alter. So was will ich gar nicht sehen eigentlich. Seht ihr das? Gebiete. Hat Sissi
ihr Volk verlassen. Das ist jetzt die Frage. Die Ausschau nur noch einer gezeichneten Königin gehalten. Aber das schaut für mich aus wie eine geschlüpfte Weißelzelle. Oh Mann, Sissi. Oh Mann. Na ja. Ärgerlich. Ja, das schaut auch nicht aus wie eine ausgefressene Weißelzelle. Das schaut aus wie so eine Weißelzelle im Herbst. Wann habe ich da das letzte Mal reingeschaut? Oktober. Ja, man weiß es nicht. Auf jeden Fall muss es dann gewesen sein, wenn die Sissi nicht mehr da sein sollte. Und da haben wir, ja, da sind Armaden. Armaden so gelaufen. Da haben wir Pollen. Pollenbrett. Was auch interessant ist. Sissi has left the building, glaube ich. Es macht mich traurig irgendwie. Es macht mich traurig. Normalerweise darf der dann da gar kein Brot sein. Boah, das ist schwer. Das ist Futter. Na schaut's, verdeckeltes Futter. Ebenfalls verdeckeltes Futter. Ja. Also. Was soll man jetzt sagen? Ich werde einmal zusammenbauen und dann sehen wir uns zum Endresümee. Weil mir das Ganze keine Ruhe lassen hat. Da schaut's. Die Königin ist tot. Lang lebe die Königin. Darf ich vorstellen, Sissi Tochter. Stand begattet. Ihre letzte Königin. Oder ihre letzte Prinzessin. Ja. Ich weiß gar nicht, was ich da jetzt sagen soll. Außer Ruhe in Frieden, Sissi. War eine besondere Königin für mich, wie eben schon erwähnt. Ja, vielleicht versteht der ein oder andere da jetzt nicht, warum ich ein bisschen, ja, ergriffen bin von dem Ganzen. Ja, so bin ich halt. Und das war für mich mehr als nur eine Bienenkönigin, sagen wir mal so. Also, wie gesagt, Ruhe in Frieden. Ich hoffe, euch hat dieses, ja, Video ein bisschen gefallen. Über einen Kommentar würde mich freuen. Ich sage danke, dass ihr wieder dabei wart. Und bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Nein, so macht das keinen Sinn. Ich muss den Bienenbastler anrufen. Hoffentlich hat der Bienenbastler Zeit und eine Königin für mich. Mal anrufen. Ach gut, zack. Die ist um die Uhrzeit. Ja, der Gottfried, grüß dich, wer spricht? Ja, spreche ich da mit dem Bienenbastler. Ja, Tumpfi, alle Hütten. Ja,
Servus Gottfried! Und die Uhrzeit, wo brennt's? Na, wo brennt's? Auf die Ärmel, im Gesicht. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was da Erfolg bei mir aufführt. Die Weisel, die kannst du komplett vergessen. Die ist eine richtige Agro-Tante. Also da brauchst du mal ein gescheites Material, würde ich sagen. Ja, ich brauche ein gescheites Material und in deinen Videos habe ich gesehen, dass deine Bienen fast mit dir kuscheln. Und ich glaube, ich brauche von dir so eine Superkönigin. Kriegst du. Pressiert's? Na, sicher pressiert. Ah. So schnell als möglich, bitte. Soon as possible. Kriegst du? Yes. Ist quasi schon im Versand. Ah, das ist Leiwand. Super. Tumpfi? Gut, einen Namen habe ich ja schon für die Holde. Wir Namen? Wie werden die noch heißen? Naja, wie war's mit Hashtag Sissi? Hashtag Sissi. Sissi geht auf Reisen. Das machen wir. Optimal. Gut. Du, ich hau mich gleich hin, mach gleich die Arbeit, geh da sofort an die Tour. Ich rühr mich. Optimal. Gell? Passt. Tumpfi, anders mal. Vierte Arbeit, Eri. Servus. Brauchen wir eine Königin?